entwickeln. Ja, Herr Präsident, geehrte Frau Hasselfeld, ich habe großes Vertrauen darin, dass die EIB ihre Liste aussieben wird. Und ich halte Ihre Liste, vielleicht auch in gewisser Hinsicht Ihre Koalition, technisch gesprochen für nicht förderfähig. Aber dass Sie jetzt so tun, als wäre das Ihr Verdienst, wenn Ihre Liste mit nicht förderfähigen Projekten von Experten ausgesiebt wird, das ist schon ein starkes Stück. Und ich bin tatsächlich der Meinung, das Beste, was Sie hier und auch die Kanzlerin gesagt haben, ist, dass die Experten das entscheiden sollen. Weil Experten sind Sie nicht, das ist schon mal klar. Von daher sind wir da auch für. Tatsächlich ist es so, Sie haben über Jahre gesagt, die anderen Länder in der EU hätten keine Projekte. Haben Sie über Jahre gesagt. Und jetzt reichen alle Projekte ein und es ist ein reines Glück, dass Deutschland noch irgendeine Liste zustande bekommen hat, weil sonst wäre gar keine Liste vorgelegt worden. Sie haben keine Projekte, nicht die anderen. Sie haben keine Projekte für wachstumsfördernde, nachhaltige Investitionen in diesem Land. Und das wirklich Faszinierende ist, Herr Kauder, das wirklich Faszinierende ist, hier schreien Sie trotzdem mit diesen 90 Milliarden angebliche Beteiligung. In echt ist es doch so, als wirtschaftlich stärkstes Land halten Sie die Hand auf, wollen aber selber nichts geben. Anstatt jetzt ein Zeichen zu setzen dafür, dass Deutschland den ersten Schritt tut, solidarisch für gemeinsame europäische Projekte, die eben nicht nationale Selbstbedienungen sind, auch nicht in Frankreich oder Portugal, die von Experten entschieden und europäisch angelegt sein sollen, anstatt zu sagen, wir gehen den ersten Schritt und wir sind bereit, uns zu beteiligen, sagen Sie, wir wollen Geld für die Elbvertiefung, aber mir gibt es nichts. Und das ist uneuropäisch, das muss ich wirklich sagen. Und deswegen sage ich Ihnen, ich habe mir jahrelang von der SPD angehört, Investitionsprogramme, Marshallpläne. Sie haben mir wirklich die Ohren abgekaut. Und das Erste, was Herr Gabriel hier macht, ist, dass er seinem Spitzenkandidaten Herrn Schulz in den Rücken fällt und sagt, nee, Geld haben wir nicht. Wir sagen, 12 Milliarden über 3 Jahre in den Juncker-Plan einzuzahlen, das kann Deutschland leisten. Und damit würden Sie den Diskurs ändern. Sie würden dieses Madame No, was Frau Merkel immer zugeschrieben hat, ändern. Sie würden sagen, Deutschland sagt, ja, wir sind bereit, uns zu engagieren, gemeinsam europäisch vorangehen. Wir sind die Ersten, die sagen ja und nicht nein. Und was kommt von Ihnen? Gerede über Pegida und sonst was. Zeigen Sie doch mal was. Wissen Sie nämlich, die Lage ist doch ziemlich schwierig. Nicht nur ökonomisch. Wir sind seit Jahren in der Situation, dass auf den europäischen Räten mehr und mehr die Debatten nationalisiert werden. Plötzlich entstehen wieder Gewinner und Verlierer, die, ich zitiere den spanischen Botschafter, Herr Große-Brömer, die Magie der Europäischen Union, Gewinner und Gewinner zu schaffen, die mal mehr, mal weniger gewinnen, aber keine Gewinner und Verlierer, die droht verloren zu gehen über einen Debattenstil, dass jeder nur an sich selber denkt und von nationalen Interessen getrieben auf die Gipfel geht und dort verhandelt. Und dann zu Hause erklärt, warum Deutschland oder Frankreich oder Griechenland gewonnen habe. Und die möglichen Neuwahlen in Griechenland werden genau in diesem Ton auch sein. Und in diese Sentiments, in diesen Ton hinein, hätte Deutschland die Gelegenheit zu sagen, wir unterstützen den EVP-Spitzenkandidaten in der Umsetzung dessen, was der SPD-Spitzenkandidat Herr Schulz immer gefordert hat und was ausgestaltet werden soll im Sinne von gemeinsam europäischen Projekten, von europäischen Experten entschieden, für europäischen Mehrwert und am besten noch mit einem grünen, klaren Oberpunkt, nämlich nachhaltige ökologische Projekte im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich Breitbandausbau, die grenzüberschreitend sind. Das ist eine europäische Vision, meine Damen und Herren. Und da muss man natürlich genau auf die Kriterien gucken, man muss genau auf die Struktur gucken. Aber jetzt einfach hier, das, was ich heute hier gespürt habe, ist reine Agonie. Und das Wort, was hier am meisten und am agonischsten vorgetragen wird, ist Entschlossenheit. Wissen Sie, wenn Sie hier stehen und sagen, lassen Sie uns entschlossen in die Zukunft gucken, und dann legt Herr Juncker ein Projekt vor und was Sie machen, ist einfach, ja, nee, aber Geld wollen wir trotzdem. Das reicht nicht aus. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Sarrazin. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen.